Im Namen Allahs, Alabamas, Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten und Frieden und Segen auf dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Geschwister im Islam, die Hajj 2012 liegt an und wir werden mit Erlaubnis Allahs, bi'idhnillahi ta'ala, zu Hajj gehen, mit ICP Hajj reisen und möchten euch als Hajj-Führer, wie im Video davor, Abu Hamza und Abu Adam, so auch meine Wenigkeit, zum Hajj einladen. Jeden Bruder und jede Schwester, die die Mittel und die die Möglichkeiten und auch imstande ist, diese Hajj zu vollziehen, möchten wir gerne einladen und sagen, komm mit uns, damit wir eine gemeinsame Hajj vollziehen nach Koran und Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn das ist das Wichtigste bei der Sache, dass du eine angenommene Hajj hast im Nachhinein und den Lohn dafür bekommst. Und wir wissen, wie im Hadith, den der Bruder Abu Hamza erwähnt hat im Video davor, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, bei einer angenommenen Hajj, also einer Hajj, die mit Güte verrichtet worden ist, keinen anderen Lohn gibt außer das Paradies. Und das ist das, was wir anbieten, nämlich ICP Hajj-Reisen und die Hajj-Führer, dass wir versuchen werden, mit allen den Mitteln, die wir haben, durch Unterrichte, Motivationsunterrichte und auch natürlich Unterricht, wie es nach Koran und Sunna in der Hajj vollzogen wird, bei allen Angelegenheiten, mit Zusammenarbeit von Studenten vor Ort, die dort studieren, euch diese Sache zu geben, nämlich das nötige Wissen und die nötige Hilfe, um die Hajj nach Koran und Sunna zu verrichten. Und das ist unsere Aufgabe und das sehen wir auch als unsere Aufgabe. Und das haben wir gelernt und wir haben auch in den Jahren davor gesehen, die Male, die wir da waren, dass das das Wichtigste ist. Es spielt nicht das Hotel eine Rolle, es spielt nicht das Essen eine Rolle, es spielt nicht die Mobilität oder welches Fahrzeug man dafür hat eine Rolle, sondern ob du das vernünftig und richtig machst. Ja, die Hajj vernünftig und richtig vollziehst. Und wenn du da bist, mit uns vor Ort, wirst du das auch selber merken. Das wirst du selber merken, glaub es mir, mein Bruder und meine Schwester. Natürlich wird auch für alles andere gesorgt. Nun, wie die Brüder vor mir erwähnt haben, das möchte ich auch sagen, wir bieten keinen Urlaub 5 Sterne an, wir bieten eine Hajj an. 5 Sterne im Sinne nach Koran und Sunna bi'idhnillahi ta'ala. Mit Zusammenarbeit von den Brüdern vor Ort und mit uns als Hajj-Führer und für jeden und jede Bruder und jede Schwester, die sich anmelden möchte, freuen wir uns, mit dich dabei zu haben. Und so kann man auch natürlich etwas näher zusammenkommen und auch über die Angelegenheiten sprechen, die man immer sprechen wollte und man nie die Möglichkeit gefunden hat, wenn man im Vortrag ist. Jeder will mit einem dann reden und man schafft es nicht. Dort werden wir auch mehr Zeit zusammen verbringen. Und es werden auch Unterrichte über allgemeine Themen dort vor Ort stattfinden, die dich auch dann, die man auch mitnehmen kann, wenn man zurückkommt und den Leuten mitgeben kann. Ja? Das ist das und viel mehr, wie ihr alle erwartet euch. Ihr könnt das auf der Seite lesen, www.icphajreise.de, ist auch auf MuslimTube verlinkt. Und dann könnt ihr sehen, was euch erwartet. Wabarakallahu fikum und wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und ich freue mich für jeden Bruder und Schwester, die sich anmelden und mit uns zu Hajj gehen werden dieses Jahr. Barakallahu.